I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Wir spielen hier heute den Bob Ross Simulator. Mal nach Zahlen. Nein, wir spielen Layers of Fear. Grüßt euch, Freunde. Ich bin Steve. Bei mir ist der charmante Benny. Hallöchen. Und wir zocken Layers of Fear auf dem PC. Wir haben schon viel und sehr, sehr lange um dieses Spiel herumschlawenzelt. Irgendwie jetzt ist es dran. Und ihr seid mit dabei. Leider. Oh. So, also ich kann schon erstmal sagen, es sieht Sahne aus, oder? Also es sieht sauber aus, also richtig schön. Zwar verstörende Bilder, wie ich gerade gesehen habe, was war das denn für ein Bild, bitte? Ja, es ist quasi der geklaute Rubens-Bengel. Also wir sind anscheinend Maler und sollen etwas beenden. Ich gehe mal von einem Bild aus. Ein Maulkorb. Oder ist es vielleicht eine Tragetasche fürs Fahrrad? Wer weiß das schon? Aber man kann jetzt auch nichts machen, ne? Irgendwie, oder? Nö. Ich glaube, kannst du nur untersuchen mit dieser Lupe, oder? Ich glaube. Okay, wir müssen die Türen wieder selbst schwingen. Das kennen wir schon aus Visage. Am Arsch. So, hier. Ist noch ein kleiner Essenzettel hier. Da gucken wir mal drauf. Ha. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, ja. Leertaste. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unseren Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen. Sowie weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist. Das sagen alle. Die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. All unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinem weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, F.A. Pesky, Pest, Schädlingsbekämpfung. So ihr Lieben, das wird auch der letzte Text sein, den ich hier vorlese. Wir werden es am besten einfach so machen, irgendwie, wir checken den Text ab irgendwie, werden den wahrscheinlich halt nachher im Video ein bisschen einkürzen. Wenn ihr den ganzen Text sehen wollt, irgendwie drückt einfach die Pause-Taste und liest ihn euch in Ruhe in eurem Tempo durch. Wir machen mal weiter. Oh Gott, kannst du wieder alles öffnen? Ich kann wieder alles öffnen. Und wie ich mich kenne, weg auch. Oh, warum haben die so viel Teller? Falls Besuch kommt. Viel Teller? Oh, Moment, Jägermeister. Nee. Also ein schöner Bourbon-Whisky. Bourbon-Whisky. Ja, damit okay. Kannst du nichts anfangen, ist für mich. Stimmt. Oh, hier haben wir noch ein Bild. Wir sind wahrscheinlich auf der rechten Seite. Der Weggekratzte. Also wir scheinen anscheinend ein großer Tellerfreund zu sein. Wahrscheinlich so gemälde Teller. Oh Gott. So, was haben wir denn hier noch auf dem Tisch zu liegen? Bescheuert, ich habe an meinem Ringfinger habe ich ein Pflaster auf der Fingerkuppe, weil ich mich heute am Karton geschnitten habe. Richtig nervig, weil ich dadurch kein Gefühl auf der A-Taste habe, weil ich da angekommen bin. Also, wenn ich hier wie so ein Schlagseite, wie so ein besoffener Seemann hier nach links taukel, ich wundern. So, okay, gut. Hier können wir erstmal, ich weiß nicht, dieses komische Buch hier in der Mitte. Was ist das, ein Tarotkartenset? Nein.
Haben wir Licht? Können wir Licht machen mit irgendwas? Nein, können wir auch nicht. Och, ist aber auch. Ja, haben wir irgendwas wie so wie eine Art Inventar oder gar nichts davon? Ich, sieht nicht so aus, Benni. Also bis jetzt noch nicht irgendwie. Okay. Vielleicht kommt das noch. Was? Was? Popkel? Was? Popkel, oder? Mit der Adresse drauf. Guck mal, wir sind in der Muffin Avenue 7C. Ja, Muffin? Nee, Muffin nicht. 7C, ja. Okay, wir gehen da noch nicht rein. Wir gucken mal erstmal hier hinten nochmal. Hier leuchtet, der ist blau. Oh, Moment. Was? Hä? Scherben? Okay. Scherben. Ach toll, guck mal, die Flare-Effekte, die sind natürlich geil, ne? Schön. Die sind natürlich sehr schön. Ja, hier Lappen und Handtücher. Ich finde ja sowas immer mühselig, wenn alles sich öffnen lässt und du alles einmal durchchecken musst. Das ist Tatsache. Oh, okay, alles klar, gut. Hier haben wir noch ein paar Orden. Und hier war noch gerade was zum Lesen. So. Ja, das Problem ist halt wirklich, finde ich, wenn du alles aufmachen kannst, ist das insofern immer ein bisschen schwierig, weil du halt, oder mir jetzt dann immer so, ich habe dann immer das Gefühl, okay, du musst doch wirklich alles aufmachen, bevor du irgendwas übersiehst oder vergisst oder sonst irgendwas. Macht's halt schwer, ne? Macht's halt schwer. Ich glaube, das machen die Entwickler mit Absicht, genau aus diesem Grund. Ach, du meinst, damit das Spiel ein bisschen verschleppt wird, ja? Ja. Die werden auch so kleine Geheimnisse auch irgendwo versteckt haben wahrscheinlich, dass du wirklich gezwungen bist, alles einmal dir anzuschauen. Okay. So, das war's auch mit dreckigem Wasser. Nee, da kommt's wieder. Schön. Mach mal ein Foto von. Wer das sehen will, hier oben ein Link. Checkt's mal aus. Phasmophobia. So. Ah, es werde Licht, wie schön. Oh. Nicht so schön. Untere Knieprothese. Prothese. Okay. Ja. Und die mich kennen und schon mal das eine oder andere Let's Play von mir gesehen haben, wissen, ich gehe sehr gerne in Horrorfilmen in Badewannen und nehme erstmal ein Bad. So. Oh. Ja, hier ist noch eine Lampe. Kann man anmachen? Wunderbar. Und noch mehr Schubladen zum Aufmachen. Schön. Was ist das hier? Das ist, Binden. Ekelhafte, schmutzige Mullbinden aus groben Hanf. Oder Sisal. Oh Gott. Ist ja nicht aber so leider schön. Gottes blutbeschmiert. Ja, hier wird's recycelt. Hier wird abgecycelt. So. Was haben wir hier? Rattengift. Mhm. Ah, auch da kommt mir eine kleine Erinnerung hoch. George, can you take me my tea? Stimmt. Willst du mich mal den Wasserhahn mal wieder ausmachen? Nein. Dann läuft doch alles über. Guck dir das doch mal an da. Meinst du, hier läuft über? Na, ist das nicht da unten auch alles Wasser? Ah, okay. Man kann wirklich dann mal. Hey! Ist mein ganzes Haus abgesucht, aber. Interessant finde ich tatsächlich, dass der. Hintergrund so ausgeraut dadurch irgendwie. Das ist. Krassen Effekt, finde ich. Ja. Oh, ist ja ganz schön nass hier. Was hier wohl passiert ist. Warte mal, kleinen Moment. Okay. Auf das Brett. So, okay, dann schauen wir noch mal weiter. Was haben wir hier? Oh, nee, echt. Ja, tatsächlich. Aha. Oh, ja, okay, alles klar. Gut, wir haben anscheinend hier eine kleine Rattenplage.
und haben jetzt Kanal ausgelöst. Sehr, sehr schön. Und ich habe mich gerade richtig schön erschrocken. Ja, ich habe mich auch gerade gewundert, was hier so rumplattert. Okay. Ob wir uns vielleicht die Telefonnummer merken sollten? Ob wir die nochmal anrufen sollten? Bisschen nerven? Bisschen voll Spam? 555-3825. Genau. Schnell, wählen effizient und diskret. Ja, wählen Sie 555 Schuh. So, warte mal, hier war noch was. Ach nee, das war die Lampe oben. Und ich komme wirklich immer mit dem Ringfinger auf Caps Lock, wa? Ohne zu merken, es ist so scheiße. So, okay. Hier ist was verschlossen, Benny. Hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir noch ein paar schöne Jeanshemden. Ja, eine tolle Lederweste, so wie ich das so sehen kann. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. So. Okay, das ist unser Atelier. Mein Herr. Tja, Büro, wo ist jetzt... Genau, wo ist das Büro dazu? Ja, ich würde vorsichtig sagen, vielleicht oben, aber wir können ja erstmal uns... Ich glaube, das war die Küche hier, ne? Ja. Das sieht wie die Küche aus. Ah, ich mag ja diese schmiedeeisernen Aufhängungen, wa, für die Decke. Wo du Zeug ranbringen kannst. Interessant. Ich wollte gerade sagen, interessant, wie der Fokus ist. Ich habe nämlich als erstes die Weinflasche gesehen. Naja. Sieh doch nur, ein wunderschönes Stillleben hier. Toll. Aber es sieht doch einfach geil aus, oder? Oh, großartig. Weißt du, ist noch so ein ganz alter Steinofen, ja? Wo du unten die, das befeuerst, sodass die Steine heiß werden, dass du da drauf dann, da ist ja sogar ein Bügeleisen drauf. Naja, letztendlich ist das halt wahrscheinlich das kein richtiger Herd. Das ist halt einfach so ein Warmhalte-Element irgendwie, also wo du halt, also du wirst dich wahrscheinlich erhitzt haben, aber so, das ist halt Stein, das ist wahrscheinlich so ein Pizzasteinofen, weißt du? Also halt heißer Stein. Heißer Stein, genau, das kenne ich ja. So war das endet, war hier vorne. Wirklich schwer aufbegeistert von dieser wunderschönen Küche. Schön, gefällt mir. Hello, Sir. Siehst du denn hier irgendwie eine Schnur oder irgendwas? Nee. Also für die Deckenbeleuchtung? Nee, für die Lampe? Nee. Gibt auch kein... Oh, guck mal, Schalter. Wollte gerade sagen, gibt auch keinen Schalter, aber doch, gibt's. Ach, toll. Schön. Kommen die Fliesen auf dem Boden irgendwie bekannt vor? Zumindest so. ja, ne? Aber es fehlt noch so dieses goldene Zierelement in der Mitte. Das stimmt. Sehr beliebtes Muster in Horrorspielen. Und wir haben ja anscheinend einen sehr großen Paprika-Freund. Und Zucker ist ein sehr beliebtes Gewürz. Ist ja nicht Mineral? Nee, was ist das? Kristall, ne? Ja. Ja. So. Gut. Okay, so viel zur Küche. Da hinten ist auch noch eine Tür. Ne, hinten hier, da. In jetzt, nee. Richtung Werkstatt. Und neben der Werkstatt. Rechts daneben ist noch eine Tür. Holy moly. Geht's nicht gesehen. Oh Gott, da geht's in den Keller. Der Keller. Das war... Nö, jetzt schon Keller hin, nö. Muss nicht. Benni, du weißt, was passiert, wenn wir in den Keller gehen. Und die haben ja ein Rattenproblem. Mann. Oh, krass, Alter. Okay. Boah, ist der groß. Ja. Mann, Alter. Das ist hochgradig beängstigend. Ja, die... was ist denn da hinten? Das ist so ein Holzpuppen. Boah! Ist das eklig. Na, ist ja mal gar nicht unheimlich. Igitt. Warum hat man denn so viele hässliche Puppen? Versteht nicht. Was muss in den Leuten vorgehen? So, tatsächlich hätte ich gerne mal... Bitte? Was war das? Ach, der Boden, oder was? Ja.
irgendwas. Ich hätte gerne wirklich mal eine Lampe, eine Kerze, irgendwas in der Richtung, was so ein bisschen Licht spendet. Oder eine Sonnenbrille. Was Licht spendet? Eine Sonnenbrille? Ja, genau. I wear my sunglasses at night. Oh, ein Zeugnis, ein Zeugnis. Verstehe ich aber jetzt nicht. Was? Lesen 3, 4, 5, 3? Ja, ne? Wieso? Sport. Versteht man nicht? Was ist denn jetzt gemeint? Habe ich jetzt eine 3 hinlesen, eine 4, eine 5 oder eine 3? Ja, das sind die Zensuren, die du in dem Fach bekommen hast. Das ist, glaube ich, nicht so als Gesamtzeugnis zu verstehen, wie wir das kennen, okay, mit einer Note, einer abschließenden Note, sondern das sind wahrscheinlich alle Noten, die du bekommen hast in dem Fach. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Ich finde es auch toll, dass man jetzt hier nicht einfach ständig durch haufenweise Kippen läuft, sondern diesmal halt einfach durch Weinflaschen. Kaputt gemachte Weinflaschen. Machen wir dann, Leute. Okay, gut. Dann gehen wir mal hoch. So, Leute, ich lass überall das Licht an. Ich mache jetzt hier nicht überall noch das Licht aus. Das wird jetzt nicht passieren. Ich bin froh, dass das so ein bisschen illuminiert ist alles. So, ach, wie schön. Mit Bank. Und es schüttet wie aus Eimern. Was? Eine Flügel. Eine Flügel. Ja. Eine Flügel. Ja, ja, richtig. Eines Konzertpiano. Was? Oh, wie? Was ist? Wo geht's denn da hin? Okay. Ach, das ist umgekippt. Guck mal, da ist ein Blumentöpfchen. Ich sehe keinen Blumentopf. Schade, ich dachte, das wäre eine Pflanze, was ich da so an der Tür sehe, aber nee, das ist es nicht. Nee, tatsächlich ist es die Wurzel allen Übels. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht nach irgendetwas nicht so schönem aus. Ich würde auch einfach mal sagen, nö, das probieren wir mal erstmal noch nicht. So. Eingekrakel. Und dann alle groß geschrieben. Versteht nicht, was ist das für eine Handschrift? Die ganze Nacht gearbeitet, weckt mich nicht auf. So sieht's aus. Kalle. Aufstehen! Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. So funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare. I stepped right on her toes. And when she. Ja. Eieiei, also ich empfinde das als sehr schwer lesbar irgendwie, wenn. Also die Schrift ist sehr, sehr gequetscht und sehr zusammengepresst. Und dann alles noch groß. Irgendwie, das macht es, finde ich, für mich etwas schwierig, irgendwie das flüssig wegzulesen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, Benny? Na, es geht. Also ich weiß, was du meinst auf jeden Fall mit dem zu singen, dass das alles zusammengedrückt ist und das ist ein bisschen schwierig. Ja. Okay, also wir haben schon mal von einem schrecklichen Unfall erfahren. Ein Brand. Ja. Gehstock. Ach Gott. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. So, willkommen bei Dr. House. Ja, definitiv wird hier sehr viel Alkohol konsumiert. Wenn ich mir die zahlreichen Wein- und Sektflaschen angucke hier. Champagner. Oi. Ihr Penner. So, ja, nee, hat mich geirrt. Hier wird nicht so viel getrunken. Für Nachschub ist immer gesorgt. Im Schlafzimmer ist wichtig. Ist so, er kriegt die Tür ja nicht mehr zu. So, okay, Benny, du hast jetzt die Wahl zwischen fürchterlich gruselig halb offen stehende Tür. Ja. Bizarr offener Gang mit offen stehender Tür. Oder Tür mit blutigem Dingensbummens vor der Tür. Dann entscheide ich mich ganz klar für den Flügel. Ich möchte mir zuerst den Flügel anschauen. Gut, das ist gar kein Problem. Das und hier wartet auch schon ein Noten. Hier warten Noten auf uns. Ja, braucht mir keiner erzählen. Habe ich sofort erkannt. Ist Rain and Blood von Slayer. Genau.
in D-Moll. So, okay. Und wer jetzt erwartet? Eine Weinflasche. Bis jetzt haben wir noch kein, nichts aufgenommen oder irgendetwas in der Richtung. Ach, du meine Fresse. Okay. Nee. Bis jetzt haben wir noch nichts irgendwie... Das ist das Büro, glaube ich. ...mitgenommen. Licht. Licht ist immer schön. Nee, es ist die Bibliothek. Oder? Vielleicht doch das Büro. Nee, eher das Büro, ne? Oder? Ich würde auch sagen Büro, weil da müsste ja auch der Schlüssel... Schlüssel, ne? Und wir haben unseren ersten Gegenstand aufgenommen. Es wird der Schlüssel sein. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Name von Bennys Sexvideo. So, okay. Schön, achtet. Also diese Flare-Effekte, ich mag sie. So, was hat er hier in der Hand? Der kleine Hessen. Vor allem, was hat er in der Hand? Was hat er im Gesicht? Was? Naja, ist halt, zünft der Bartwuchs, ist halb Ungare. Da ist okay. Er schon mal ab 13. Mit Rasieren. Oh, was haben wir hier? Okay, die erste Kippe gefunden? Nein, das ist die Fuge. Okay. Gut, was haben Warum wir hast du jetzt so einen Fokus auf den Kippen? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ja, ja, da haben wir uns wohl ein bisschen... Ach, okay. Oha, okay. Keule. Oh Gott. Ja, da ist aber auch wirklich was ganz hier weit schief gelaufen irgendwie. Da ist natürlich klar, dass es Beschwerden gab. So, aber wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt ins Atelier. Ich gehe mal von aus, dass es das Atelier ist, weil es war Farbe an der Wand, an der Tür. So, Benni, die Frage ist, wollen wir uns noch hier oben weiter umsehen erstmal? Ah, ich bin am Überlegen, weil da hinten, das sieht so, Also die andere Tür, die will ich gar nicht, da will ich erstmal noch gar nicht hin. Die da, nein. Dann machen wir lieber die hier, nochmal. Alles klar. Oh, hier sind sogar zwei. Was war das? Hier sind sogar zwei Türen. Okay, die ist verschlossen. Das sieht wie das Kinderzimmer aus. Pretty in Pink. Da passiert doch gleich was, oder? Ja, sieht unheilsverkündend aus. Na, was? Ah, Holzpuppen kennen? Ja, früher hatte man nichts anderes. Klick, klack. Oh, oh Gott. Oh nee. Fürchterlich. Oh. Da steht's. Lauf, Schlampe, lauf. Ach, toll. Einfach schön. Ja, scheinbar haben wir auch ein Kind gehabt, was so bedingt gut in der Schule war. Wunderschön. So, na dann. Auf zum Atom. Oh, nee. Die Bilder sind schon ein bisschen, ja, verstörend. Guck mal. Hier kann ich sogar klugscheißern. Weißt du, von wem das hier oben ist? Nee. Das ist ein Füßli. Ein was? Ein Füßli. Okay. So hieß der Maler. Ist jetzt jemand an der Haustür is oder ist it das the jetzt die Uhr? Or is it the front door? Ich glaube, es war die Uhr. Ich hoffe, es war die Uhr.
Aber wir können gerne nochmal kurz zur Tür gehen. Ja. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay. Werbung! Oh, Moment, was haben wir hier? So, da sind wir wieder. Okay. Oh Gott, ja. Also ich würde mal ad hoc sagen, irgendwie von uns wurde jetzt gesprochen. Wir haben anscheinend eine hinreißend hübsche Frau. Und wir haben ein Kind. Ja, wir erwarten eventuell eins. Stand es nicht drin? Was? Stand es wir erwarten drin, eins, wir, ja, aber wenn wir hier schon ein fertig eingerichtetes Zimmer da oben haben. Du weißt ja nicht, was eventuell passiert ist. Ah ja gut, okay, das Zeugnis, okay, ja gut, das Zeugnis. Hast recht. Oh, ey, das ist aber auch alles lebensbejahende Kunst. Wunderbar, irgendwie, da hat man doch, das macht gute Laune. Einfach, das ist, da freut man sich. So. Aha. Okay, das ist auch so ein Ding, warum? Warum kann ich es denn jetzt aufmachen? Da muss denn die Farbe nicht auf die Leinwand? Was ist denn? Stand nicht was über der Tür? Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Aha. Okay, gut, wir schauen mal in die Truhe noch. Okay, hier gibt es mal eine Menge Pinsel und die sind alle kaputt. So, also entweder haben wir ein sehr aufbrausendes Temperament oder wir mögen keine intakten Pinsel. Das, wer weiß das schon. Wirkt alles sehr beängstigend und sehr bedrückend irgendwie. Also prinzipiell ist es natürlich halt... Na klar. Wisst ihr, ich sehe kaputte Pinsel, ich habe noch kein bisschen Farbe gesehen, aber suff. Der Meister malt, also, ja, ne, der Meister malt mit Rotwein. Ja. So, hier haben wir doch mal verloren. Du verdienst es. Bitte Ende. Es. Gut. Okay. Sind wir bereit, Penny? Ja, bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Da haben wir zwischendurch noch mal eine kleine Pickelbehandlung gemacht. Wundervoll. Ganz schau. Ja, jetzt ist halt die Frage, sollen wir malen? Ja, sollen wir jetzt den Pinsel nehmen?